Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Planet Software. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Modelle besser steuern kann über interaktive Schaltflächen in SOLIDWORKS Composer. Wir nehmen dazu ein Beispiel mit einem Flugzeug her und mit fünf Buttons können wir dieses Flugzeug danach bewegen. In dem Video kümmere ich mich jetzt um den Download von dem Modell und um das Anpassen in SOLIDWORKS und im Composer, als auch dann das Verknüpfen mit den Schaltflächen. Der Download von dem Modell ist recht simpel. Es gibt auf 3D Content Central sehr viele Flugzeugmodelle. Einfach eine Suche nach Aircraft bringt uns zu einer großen Auswahl. Ich schnappe mir hier einfach eine P51D Mustang und lade mir die mal auf meine Festplatte herunter. In der eDrawings-Vorschau kann man schon sehr gut erkennen, dass hier die Steuerflächen, speziell das Querruder und das Höhenruder fehlt. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nacharbeiten. Die Nacharbeit passiert in meinem Fall mit SOLIDWORKS. Hier kann ich nämlich mit einfachen Skizzen die Flächen von dem Querruder, aber auch vom Höhenruder auftrennen. Der Befehl Trennlinie gibt mir die Möglichkeit, eben solches durchzuführen. Wenn die Flächen dann einmal getrennt worden sind, kann ich diese noch zusätzlich einfärben, per Drag and Drop einfach aus der Materialdatenbank, weil die eingefärbten Flächen geben mir dann im Composer sehr rasch die Möglichkeit, die Flächen als Körper herauszufiltern. In Composer lade ich mir eine Cockpit-Vorlage, die ich eigens dafür gebastelt habe, und importiere mir quasi in diese Vorlage jetzt das Modell des Flugzeugs. Das Flugzeug ist leider viel zu klein geraten, es handelt sich dabei um ein Spielzeugflugzeug, aber ich kann mir hier die Skalieren-Funktion zu Hilfe nehmen, einfach über den Eigenschaftsdialog dieses Flugzeug ums Zehnfache in X, Y und Z vergrößern. Und dann noch in Position bringen mit dem Verschieben und mit dem Verdrehen. Man sieht hier noch sehr deutlich, dass die komplette Tragfläche auf der rechten Seite noch ein Objekt darstellt. Und jetzt kommt die Farbe ins Spiel. Ich kann diese Tragfläche anhand der Farbe explodieren. Objekt nach Farbe zerlegen heißt dieser Befehl. Und damit kann ich das Ruder separat steuern und angreifen. Diesen Befehl wiederhole ich jetzt auf den anderen drei Flächen. Als Beweis verschiebe ich hier noch die einzelnen Ruderflächen nach oben und setze sofort wieder zurück auf die neutrale Position, um den nächsten Schritt durchzuführen. Die Vorlage, die ich vorher für euch geladen habe, beinhaltet verschiedene Positionen des Steuerknüppels. Links, rechts, vorne, gezogen und neutral. Jetzt ist es meine Aufgabe, dass ich die Ruderflächen auch richtig mit diesen Ansichten verknüpfe. Dazu brauche ich den Workshop für die Ansichten. Des Weiteren brauche ich die Triade, um ein Ruder richtig zu drehen. In dem Fall nehme ich einfach immer einen Winkel von 40 Grad, indem ich dieses Ruder nach oben drehe. Das Ganze auf der linken Seite um 40 Grad nach oben. Und abschließend kann ich diesen Vorgang mit dieser Ruderposition, indem ich links auf der Seite die Ansicht Stick gezogen markiere, dann die Höhenruder in der Grafik markiere und auf der rechten Seite im Workshop sage ich ihm jetzt, er soll diese Ansicht bitte mit der aktuellen Position,
mit der Lage im Raum verknüpfen und sage aktualisieren. Damit wird diese Bewegung übertragen. Das Ganze mache ich jetzt auch noch einmal in der neutralen Position. Das heißt, ich setze dieses Höhenruder auf die neutrale Position zurück, markiere links die Stick-Neutralposition und sage, bitte diese Position, diese Ansicht aktualisieren. Was Sie jetzt sehen, ist eine simple Wiederholung. Es wird im Prinzip das Höhenruder jetzt noch nach unten gedrückt, damit der Stick nach vorne gedrückt werden kann und auch verknüpft werden kann. Das heißt, auch hier markiere ich auf der linken Seite die Ansicht Stick gedrückt, die Ruder, und aktualisiere die Ansicht. Damit es nicht langweilig wird, habe ich hier denselben Vorgang für die Querruder, die natürlich differential angesteuert werden, auch wiederholt und auch wiederum mit der Stickposition links oder rechts verknüpft. Das war's fürs erste Mal für dieses Video. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Eindruck und konnten mir folgen, wie diese Objekte miteinander verknüpft werden und wie man das Modell anpasst und importiert. Im nächsten Video sehen Sie jetzt noch, wie man diese Modelle aufwerten kann mit Pfeilen und Highlights und den Hintergrund etwas aufpushen kann.